dass wir einfach die Vertriebsstrukturen nicht haben. Wir müssen relativ früh fertig werden mit unserem Herstellen des täglichen Blattes, damit es noch ins Flugzeug kommt. Und dann können wir uns halt auf Schwerpunkte konzentrieren, weil wir haben kein großes Vertriebssystem. Wir hängen an anderen dran und werden halt so mitgenommen, logisch, die paar Blatt. Aber das wird sich vielleicht auch ändern. Wir sind optimistisch. Vielleicht haben wir ja bald einen Druckstandort irgendwo im Ruhrgebiet und dann geht es leichter. Aber das ist Zukunftsmusik. Ja, es wurde schon gesagt, wir hatten so eine Serie, die ist jetzt beendet. Anfang des Jahres ging es los. Wir haben unsere eigenen Schlagzeilen angeguckt. Hier liegen mal so ein paar Stapel rum. Wer Lust hat, kann einfach mal durchblättern. Wir haben Schlagzeilen genommen, die wir vor 20 Jahren hatten und wollten nun neugierig, wie wir sind, schauen, was ist aus den Sachen geworden, über die wir damals berichtet haben. Es ging am 9. Januar los und mein Kollege Hendrik Latsch, der für uns Sachsen und Sachsen-Anhalt abdeckt, spürte Schändung von Ehrenmalen von Sowjetsoldaten nach. Das war in Wendezeiten so ein berühmtes, ich sag's mal salopp, Hobby, Russen raus dran zu schmieren. Das ging all die Jahre nicht, da waren es unsere Befreier und wir haben über die Befreiung nicht ganz so ehrlich geredet, das muss man sagen, sonst wäre manches vielleicht nicht so hart ausgefallen dann in der Wende. Andererseits, diese Reaktion, die war wirklich schrecklich vor 20 Jahren. Ja, damit ging es los. Was ist heute draus geworden? Und enden tut das Ganze mit einer Reportage von Roland Heine über Letizia Kofke. Die ist aus Brandenburg an der Havel, da ist sie jedenfalls geboren, ist gelernte Krankenschwester, lebt heute in Köln und war die erste und letzte Miss DDR. So haben wir also querbeet auch versucht, gesellschaftliche Entwicklungen, wie gesagt, von russischen Ehrenmalen bis hin zur Miss DDR, nachzuzeichnen. Ich habe ein paar Beiträge da auch geschrieben, also einer hatte zu tun mit Mercedes-Benz in Ludwigsfelde. Das war früher mal die Lkw-Werkstatt der DDR. Die Wende war noch gar nicht richtig angefangen, da war Mercedes da, dort wird jetzt der Sprinter gebaut, zumindest die offene Variante. Läuft ganz gut, auch für die Stadt. Es gibt also wirklich auch positive Entwicklungen wirtschaftlicher, sozialer Art. Es ist also nicht alles grau geblieben oder nur angetünst worden im Osten. Dann habe ich mich auch mal gekümmert um das AKW in Lubmin. Werde ich demnächst wieder tun, wenn da auch Castoren ankommen. Das Ding wird zurückgebaut seit 20 Jahren. Aber nicht aus umwelttechnischen, oder aus ökologischen Gründen, sondern einfach, weil es ein Konkurrenzobjekt war, das mit dem Standard Sicherheit, der russisch war, das war nicht so sehr der Grund. Es ging wirklich darum, ein neues Stromverbundsystem aufzubauen, da hatte das Ding keinen Platz. Jedenfalls ist das das erste positive Beispiel, wie man solche Sachen zurückbauen kann, ohne dass was übrig bleibt. Auch wenn manche Sachen also doch ein paar paar Jahrtausende brauchen. Aber es geht, wird da oben bewiesen. Aber worüber ich Ihnen ein bisschen mehr erzählen will, ist... Zu welchen Kosten? Zu immensen Kosten, das ist richtig. Ja, das ist richtig. Wir können gleich nochmal über AKW, Atomkraft und Rückbau oder Nicht-Rückbau oder Laufzeitverlängerung reden gerne. Ist ein wesentlich wichtiges Thema. Ich will vorher aber Ihnen was anderes anbieten. Den größten Waffenschmuggel aller Zeiten habe ich drüber geschrieben. Und ich glaube, an der Geschichte kann ich Ihnen ein bisschen illustrieren, was Medienverantwortung auch sein kann. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich das Ding finde. Ich bin da nicht so wahnsinnig geübt, aber wenn wir mit weiterklicken, ist nicht, weil... Nee, das war was Falsches. Ja, da unten. Hm?
Mal sehen, ob da noch was kommt, aber... Doppelklick, ja. Ja, ja, hatte ich versucht, aber... Das geht jetzt gleich fünfmal auf. Ja, ich rede mal inzwischen einfach... Genau, ich gucke mal... Mal weiter, ja. Ja, der Ausgangspunkt der Geschichte war, dass ich zum ersten Mal... ja, das ist es. Bin nur einmal aufgegangen, Donnerwetter. Danke, lieber Computer, bist eben doch gescheiter als ich. Ja, wir hatten auf der Seite 1 vor 20 Jahren einen kleinen Zweispalter, der war auch noch von einer Agentur. Und da wurde einfach darüber berichtet, dass erstmals in der deutsch-deutschen Geschichte sich die höchsten Militärs von NVA und Bundeswehr getroffen haben. Vorangegangen war ein langer Prozess. Partielle Abrüstungsschritte zwischen NATO und Warschauer Vertrag, Stichwort SS-20 und Pershing und Wiener Gespräche und so. Sie werden sich alle mehr oder weniger daran noch erinnern. Also es trafen sich im Januar 1990 Admiral Wellershoff, der Generalinspekteur der Bundeswehr, und Generalleutnant Manfred Graetz. Während der eine also eine intakte 400.000-Mann-Armee repräsentierte, ja, der andere hielt eben noch das zusammen, was mal Volksarmee war, die Reste davon. Beide konnten sicherlich mit Stolz darauf verweisen, dass ihre Feindschaft und die Feindschaft der Militärmonster, der sie angehörten, mit dazu beigetragen hat, dass es in Europa keinen Krieg gegeben hat, seit dem Zweiten Weltkrieg, und dass sich deutsche Soldaten auch so gut wie nicht an anderen Kriegen in der Welt beteiligt haben. Sie merken schon, warum ich das rausgesucht habe. Die Verhältnisse haben sich in 20 Jahren gründlichst geändert. Aber schon damals wurden die Grundlagen dafür gelegt, dass sich die Verhältnisse ändern konnten. Und zwar sehr systematisch. Ich hatte damals aus Kasernen der NVA so manches gehört. Und ein Gerücht war so interessant, dass ich mich mit meinem Kollegen Funke mal eine Nacht lang, es war saukalt, vor so ein Kaserntor, und zwar hinten, gestellt habe. Und in der Tat, das Tor ging auf und eine LKW-Kolonne kam raus. Und an die haben wir uns drangehängt und begleitet wurde diese Kolonne von Uniformierten, die nicht in die NVA-Uniform reingewachsen waren. Also es soll keiner sagen, der Bundesnachrichtendienst bestünde nur aus faulen Beamten. Die Jungs waren sehr aktiv, nachdem sie zunächst Militärs aus Israel durch die Kasernen geführt hatten. Und diese Kolonne von Tatra-LKWs, die fuhr dann Richtung Norden, hielt bei Rostock nochmal an, ging dort in ein Küstenraketenregiment rein. Wir durften natürlich nicht mit, aber was dort stationiert war, war mindestens so interessant wie das aus Berlin. In Berlin standen die modernsten Flugabwehrraketen, dort oben die modernsten Schiffsraketen, die NVA hatte, und natürlich sowjetische Technik. Das interessierte freilich den BND, die Bundeswehr, aber die kriegten das Zeug ja ohnehin. Aber natürlich auch andere Leute in der Welt, unter anderem Israel, aber auch die USA. Denn, und jetzt erinnern wir uns wieder an die Zeit, es wurde ein Krieg vorbereitet im Nahen Osten gegen Irak. Irak war ausgestattet mit demselben Zeug, im Wesentlichen jedenfalls. Und da war es schon interessant, mal das Hightech der Sowjets zu testen. Ja, wir haben diesen Konvoi medial begleitet, dann auch gedruckt. Und auf der anderen Seite, damals noch anderen Seite, passierte Ähnliches. Letztlich führt es dazu, dass landwirtschaftliche Maschinen im Hamburger Hafen entdeckt worden sind, ganz zufällig von zwei Polizisten, die Streife gelaufen sind. Und der Minister Stoltenberg hatte ziemlichen Ärger damit, weil öffentlich wurde, was so verschoben worden ist. Das war aber erst der Anfang. Die Freigabe des Geräts hatte jemand, wusste ich damals noch nicht, aber hatte im Verteidigungsministerium West
General Georg Bautzmann besorgt, Leiter der Stabsabteilung Militärisches Nachrichtenwesen, ein alter Kämpel des Bundesnachrichtendienstes, da hat er nämlich vorher gearbeitet. Das war, wie gesagt, der Anfang. Und wenn man erstmal irgendwo an so einer Strippe zieht, dann kommt auch mehr. Da es der DDR-Botschaft damals wahrlich nicht gut ging und da man alles brauchen konnte, was brauchbar war, hatte Ministerpräsident Modrow verfügt, dass das Zeug, was die Armee nicht mehr braucht, an die Volkswirtschaft gegeben wird. Damit hat er allerdings keine Waffen gemeint, sondern Küchen und Baumaschinen und LKW und weiß der Teufel. Manch Handwerker hat sich gefreut. Aber nach der Motorregierung, Sie wissen, die ersten freien Wahlen zur Volkskammer führten nicht dazu, dass er sein Amt behalten hat, sondern da kamen dann Dinge sehr. Da war das dann auch mit der Abgabe von Geräte-NVA plötzlich nicht mehr ganz so geregelt. Da wurden dann Listen gemacht unter dem Abrüstungsminister, Minister für Abrüstung und Verteidigung, so nannte er sich, war ein Novum. Meines Wissens gibt es das seither auch nicht mehr. Pfarrer Eppelmann, jedenfalls demokratischer Aufbruch, war damals Abrüstungsminister. Und unter seiner Leitung wurde eine Liste erstellt über all das, was die NVA noch hatte. Das war eine Menge. Und diese Liste, die war akribischst preußisch eben. Und hinter den Waffenarten standen dann auch die Summen, die man erlösen wollte. Also pro Stück Pistole, pro Stück Rakete, was kostet das, war alles fein aufgelistet. Und da ich damals, das ist aber eine völlig andere Geschichte, ein Seat hatte mit einer Nummer aus Groß-Gerau, hat mich auch keiner kontrolliert, als ich aus dem noch DDR-Verteidigungsministerium rausgefahren bin, weil die kontrollierte man nicht, die ein Westauto hatten und da reinfuhren und wieder raus. Es war ganz praktisch, die Liste war etwa so dick. Und ja, einiges haben wir davon dann einfach mal so mitgeteilt, was kostet was und wer bemüht sich darum. 44 Staaten hatten Interesse bekundet an dem Zeug, was die NVA, die sich in Auflösung befand, zurücklassen würde. Und als dann der richtige Alles-muss-raus-Wettbewerb einsetzte, waren es dann bis zu 70 Staaten der Welt, die Interesse bekundet haben, weil es waren auch Schnäppchen. Musste ja alles schnell gehen. Ja, und ob eine Waffe oder ein Gerät verkauft wird, wurde auch nicht mehr in der DDR entschieden, sondern das, wie gesagt, Harthöhe. Übrigens gibt es kein Papier, wo drauf steht, was die Bundeswehr übernommen hat. Es gibt zwar eine Liste all dessen, was die NVA hatte, aber was übernommen worden ist, diese Liste gibt es nicht. Vielleicht ist das nur rheinische Schlampigkeit oder soll einfach den Schwund nicht so deutlich machen, der da eingetreten ist. Nach der staatlichen Einheit ging alles noch viel ungenierter vonstatten. Die Bundesrepublik bezahlte ihren Beitrag zum zweiten Golfkrieg der USA und ihrer Verbündeten mit Naturalien, die meisten made in GDR oder UdSSR. Da wurde alles hingeschickt, was man nur hinschicken konnte, was dort gebraucht wurde. Die deutschen Häfen waren voll mit NVA-Material. Alles ging dort in den Nahen Osten. Vieles wurde dort auch wirklich gebraucht, um Krieg zu